Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video, wo wir uns das hier anschauen, den Hostess Birthday Cake Cupcake. Das ist von der Firma, die auch Twinkies macht und der manch einer von den US-Experten unter euch, beziehungsweise US-Süßigkeiten-Experten, wird vielleicht schon mal davon gehört haben. Es ist die Firma, die auch Twinkies macht und Twinkies gelten so als auch Inbegriff von Trash Food irgendwo in den USA. Und die haben jetzt also auch diese Birthday Cake Cupcakes rausgebracht und ich bin Birthday Cake Fan, deswegen das könnte verdammt geil werden. Ja, ihr wisst, bunt ist gut, ich finde das immer schön. Hostess, Twinkies mag ich persönlich tatsächlich gar nicht mal so, weil sie schon sehr arg künstlich schmecken. Die Idee finde ich ganz cool, da sind ja solche Kuchen mit so einer Creme gefüllt und das sind jetzt Cupcakes. Die sahen einfach cool aus. Die habe ich bei Beast Mode entdeckt und da musste ich die einfach mitnehmen, weil sie halt einfach cool aussehen. Wir gucken die jetzt uns mal zusammen an. Es ist sogar eine creamy Filling drin. Frosted Yellow Cake. Yellow Cake ist sowas wie, ich weiß nicht, ob man dafür einen deutschen Begriff haben kann. Das ist sowas wie so ein, vielleicht wie so ein, ja, wie so ein Mürbkuchen, aber nicht ein Mürbkuchen, sondern irgendwas viel künstlicheres, vielleicht eher so eine Art Biskuit oder so. Wir gucken da jetzt einfach mal zusammen drauf. Übrigens, die Weihnachtsdeko, Weihnachten ist eigentlich vorbei. Heute ist Sonntag nach Weihnachten. Ich habe es aber irgendwie noch nicht geschafft, die wegzumachen. Aber das soll uns jetzt mal hier nicht interessieren. Ja, ein bisschen Weihnachtsdeko haben wir hier jetzt noch, aber genießt es. Ich werde es, glaube ich, heute oder morgen mal wegräumen. Wir gucken mal, was wir hier... Ach du Scheiße, guckt euch mal bitte die Zutatenliste an. Soll ich die mal vorlesen? Nee, dann wird abgebrochen. Es ist einiges. Es ist wirklich einiges. Man muss aber sagen, sie erwähnen halt jeden Bestandteil, woraus der Kuchen gemacht ist oder die Cupcakes, mehrmals. Zum Beispiel kann man jetzt hier sehen, es sind Streusel drin, die dann nochmal bestehen aus diesem und jenen. Und da ist zum Beispiel auch Sojalecithin drin, so wie Sojalecithin auch in dem Backfett drin ist. Okay. Ja, also, ne, die haben halt alles extra erwähnt, deswegen sieht das so viel aus. Letztlich ist es ein bisschen weniger, weil sich halt einiges wiederholt. Sojalecithin, aber ich glaube, es ist trotzdem, ist sogar Sojaproteinisolat drin. Hallöchen. Enzyme sind auch drin. Hier unten seht ihr die Nährwerte. So sehen sie aus. Ich meine, wenn man sich sowas kauft, erwartet man, glaube ich, auch nicht, dass das jetzt irgendwie voll healthy ist oder so. Das hoffe ich zumindest nicht, dass man das erwartet. So sehen sie aus und sie gefallen mir super gut. Mit so ein bisschen Deko-Zuckerstreusel obendrauf und dann so kleinen bunten Sprinkles. Der Kuchen auch mit Sprinkles durchzogen so ein bisschen. Sehr nice. Richtig schön bunt auch. Da ist natürlich richtig, wie bei den Fruit Loops, da wird noch richtig Farbstoff reingeknallt und nicht so eine Kinderkacke wie bei uns hier. So sieht der von innen aus. Och, der sieht geil aus, der gefällt mir. Eine weiße Creme hier drin. Und ich werde es mal probieren. Die Creme. Es ist wie so eine, boah krass, ist das Ding süß. Und die Creme, der ist an so Dickmanns-Creme, sowas in der Art ist das. Das oben, das ist halt so ein Zuckerüberguss, der ist, ja wie gesagt, sehr, sehr süß. Ich gucke jetzt mal, ob ich mal nur den Teig probieren kann. So ein bisschen hier was wegmachen. Mhm. Ja. Also, das Ding schmeckt mega künstlich. Es ist so süß, das könnt ihr euch nicht, wie viel Zucker ist da denn eigentlich drin? Pro 100 Gramm, 51 Gramm Zucker. Ja, also das schmeckt man. Aber ich finde es irgendwie cool, weil es einfach schön bunt ist. Es gefällt mir einfach. Birthday Cake, Cupcake. Schmeckt auch irgendwie nicht so nach Birthday Cake, wobei, wonach schmeckt Birthday Cake? Wir können die Diskussion ewig wiederholen. Ich finde es trotzdem irgendwie cool, wenn euch sowas reizt, probiert es einfach mal aus, erwartet nur den vollen Zuckerschock. Ja, das soll es auch schon gewesen sein, kleines Video für zwischendurch. Ich wünsche euch noch, verschluckt am Cupcake, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sagt bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. In den USA Birthday Cake Cupcakes von
Hostess, das ist die Firma, die auf Kamera gefangen.